Gewisse Menschen ecken im Leben mehr an als andere. Die Autorin Damaris Koffmehl schreibt gerne über unangepasste Menschen. Auch sie selbst hat eine außergewöhnliche Geschichte. Kurt Bleuer führt ein traditionsreiches Schweizer Familienunternehmen. Doch die kriselnde Branche zwingt ihn fast zur Aufgabe. Hans-Peter Javet wird zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Dort fragt er sich, wie es so weit kommen konnte. Mit Ecken und Kanten im Fenster zum Sonntag.